Dann traue ich mich und steige zu einem Thema über, worüber doch nicht so ohne weiteres gesprochen werden kann. Wir waren bei der Gebärmutter. Ja. Beim Gebären, bei Nichtgebären, bei Schaffungskraft der Gebärmutter. Und so möchte ich die Säfte unserer Existenz ansprechen. Ich möchte über Blut sprechen. Ja. Petra, wie spricht man über Blut? Das ist meine gute Frage. Ne? Ja, wie spricht man über Blut? Ja. Ich habe angefangen oder begonnen, auch Mädchen darin einzuführen. Sehr wichtig. Heute ist es ja nochmal ganz anders wie vor 40 Jahren, vor 50 Jahren und vor ganz anderen Zeiten. Aber es gab auch Zeiten, da war das ganz normal, über das Blut zu sprechen, über das Frausein zu sprechen und auch wie das ist, eine Frau zu werden und ein Mädchen zu werden. Und die Mütter heutzutage sind auch ganz anders aufgeschlossen. Es gibt viele ganz super tolle Muttis, die es genau richtig machen und wunderschön machen. Meine Mutti hat das auch sehr schön gemacht, aber dieses Gefühl, vielleicht kennt ihr das, wenn die Frauen sind, aber auch vielleicht die Männer, dann ist man um die 12 oder 13 und möchte doch wissen, wie es ist. Und man geht nicht und man muss nicht dann vielleicht dann zur Mutti gehen, dann fragt man eben andere. Ja. Ja. Und das war auch früher ganz normal. Da gab es auch wie eine Patin oder auch Mädchenkreise, wo man sich austauschen konnte. Und das mache ich eben. Da habe ich gerne einen Workshop, so einen Menstruationsworkshop. Und dann kommen die Mädchen, am Anfang sind sie da noch etwas. Mit Muttis oder alleine? Oftmals mache ich das mit Muttis, weil die Muttis dann sehr angetan sind. Und sich so darüber freuen, weil sie sagen, ach, ich hätte es auch gerne so erlebt. Ja. Ja. Aber ich biete es auch ohne Muttis an, weil sie dann manchmal noch offener sind, die Mädchen. Und das macht richtig Spaß. Weil ich bringe das zur Sprache, was sie nicht fragen, manchmal, wie das ist, wenn man die Blutung bekommt. Ja. Ne? Und die Fragen haben alle Mädchen. Man kann so viel im Internet recherchieren und sprechen, aber natürlich haben wir Mädchen, also bei mir war das so, ich wollte sie gerne haben. Mhm. Ja, irgendwie, ja, ich möchte sie jetzt haben. Mhm. Ne? Und irgendwie, ach, wer weiß, wie das ist. Ging dir vielleicht auch so, oder? Naja, bei mir war das ehrlich gesagt keine Aufklärung, nicht wirklich. Mhm. Irgendwann hat eine Schulkameradin uns zur Seite gezerrt und gesagt hat, ey, wisst ihr, was ich jetzt weiß? Ich weiß was. Irgendwann blutet es da unten. Und ich so, du spinnst. Ich dachte, ich brauche so einen Schreck nicht zu wissen. Irgendwas blutet es da unten und dann ist man tot. Und das war schon mehr oder weniger so die ganze Aufklärung, die ich bekommen habe. Und irgendwann mit 14 habe ich dann das erste Tropfen da gesehen. Wobei, das war schon relativ spät. Die anderen Mädchen waren schon dabei. Mhm. Und das Gute ist, was ich meinen Eltern wirklich, wofür ich dankbar bin, ich habe es natürlich meiner Mutter gesagt. Mhm. Und sie hat mich umarmt. Sie hat etwas dem Vater gesagt. Der hat mich ganz stolz angeschaut. Hat mich in den Arm genommen. Nichts gesagt. Und ich hatte so eine festliche Stimmung in der Luft. Ich habe gesagt, was los? Keine Ahnung, aber die freuen sich. Die beiden freuen sich. Und so war das für mich, okay. Das war so ein schöner, stiller, aber doch angenehmer Übergang. Ja. Und da glaube ich, ist schon gut. Wenig Aufklärung, aber immerhin genug gehabt. Aber das ist total schön. Ja. Weil manchmal braucht es gar nicht so viele Worte dann, weil in dem Moment hat man das Gefühl, alles super aufgehoben. Sein. Ja. Ne? Und das ist wunderschön. Im Vorfeld, natürlich hätte es ein bisschen anders laufen können, aber dieser Moment, der war dann doch schon besonders und einzigartig. Und das macht es dann eben dann wieder aus. Ne? Bei den Workshops oder wenn die Mädchen dann kommen, wenn nur die Mädchen sind, spreche ich dann auch so gerne darüber. Ich sag jetzt mal gerne, weil es mir Freude macht, weil ich das so schön finde, wie die Mädchen dann aufblühen. Ich hatte einen Workshop sogar in der Schweiz gehabt. Da waren Mädchen in verschiedenen Alters. Von 10 bis 14. Das war eine interessante Mischung. Und ich fand das so schön. Und sie haben sich alle Mühe gegeben, weil sie ja nur mit der Schweizer Sprache zu mir kamen. Ah. Ja, und, aber das war reizend. Und zum Schluss war da so eine süße Maus, ich sag mal süße Maus, hat sich gemeldet. Oh. Und sagt, darf ich mal was sagen? Ja. Das war viel schöner, wie du das gesagt hast, als wie in der Schule. Oh. Ja, also
Wir haben ja auch vor, hier ist ja auch ein Projekt entstehen, dass wir auch an die Schulen gehen und auch das als Unterrichtsfach, also als Zusatzmodul anbieten. Wow, wunderbar. Dass das nicht nur so rein also stumpf, sage ich mal, Organe, sondern da gehört mehr dazu. Ja. Ne? Und da auch, über Jungs brauchen das genauso. Das wollte ich gerade fragen. Glaubst du, dass die Jungs zu dem Unterricht Zutritt brauchen? Und warum? Na, wenn dann ein Teil, nicht anderes, weil es gibt Sachen, die sind für Mädchen und manche Sachen sind für Jungs. Eben. Ne? Und Jungs wollen ja auch nicht alles, denn wenn sie in ihren Zeiten so sind, ne, möchten es auch nicht gleich mit den Mädchen so geteilt haben. Man kann das dann immer mal zusammenführen. Ja, das ist dann okay. Aber ich finde, manche Dinge sind Mädchenhand oder Frauenhand und manche sollten Männerhand oder Jungshand sein. Weil es geht erstmal um sich selbst zu entdecken, zu erfahren und zu sagen, hey, ich bin gut als Mädchen und das gehört dazu und so fühlt sich das an und was kann ich machen? Ach, diese Pflanzen helfen. Mhm. Ach, ich brauche doch Ruhe. Ach nein, Betätigung tut mir gut und jedes Mal ist es anders, dass man wahrnimmt, was brauche ich denn wirklich und immer zu jeder Zeit? Kann es eben auch anders sein? Und dass man das eben respektiert, aber erstmal mitbekommt. Dass sie es nicht so blind wird und sagt, ach, da ist was. Und nein, darum geht es nicht. Wirklich denn zu schauen, wie kann ich denn für mich sorgen? Ja. Und das schon zu lernen von Mädchen bei der jungen, in einem jungen Alter, dann werden viele Probleme erst gar nicht entstehen. Ja. Kurz mal, magst du bitte einen praktischen Tipp geben für diesen Übergang, wo es bekannt wird, dass ein Mädchen beginnt zu bluten sozusagen? Mhm. Ja? Wie glaubst du, könnten die Väter oder Brüder auf eine gute Art und Weise dabei sein, jetzt drücke ich mich falsch aus, aber müssen oder können die das auffangen? Was wäre ein guter Part von dem männlichen Teil der Familie in dieser Zeit, wo wir jetzt sprechen, verschweigen ist nicht immer gut, man kann es auch still und dennoch angenehm auffangen. Mhm. Hast du ein Beispiel, wie? Am Anfang ist es ja doch ein sehr wichtiges, es ist ein wichtiges Ereignis. Es ist das Ereignis schlechthin für ein Mädchen, die erste Blutung zu bekommen. Und dann im Laufe der Zeit pegelt sich ja alles ein. Wenn man aber Geschwister hat zum Beispiel und der Vater zu Hause ist und ein Bruder ist anwesend, dass man auch wirklich darüber spricht und die Jungs auch eingeweiht werden, was das auch bedeutet. Mhm. Ja, das kann ja die Mutter machen oder auch der Vater. Da ist gut, sich da schon jung damit auseinanderzusetzen, was ganz Normales ist, was dazugehört. Und wenn aber die Zeit da ist, dass man vielleicht sogar, nicht vielleicht, dass man fragt, was brauchst du denn? Brauchst du jetzt vielleicht Pause? Möchtest du jetzt dich lieber erholen? Oder kann ich dir einen Tee machen? Kann ich dir was abnehmen? Na, dass man dann sagt, ah, und das ist dann auch sehr schön, weil dann kann man ja darauf eingehen und sagen, oh, das ist aber schön, ich würde gerne einen Tee. Ein Tee würde mir gut tun. Ja. Oder ja, würdest du mir wirklich Musik anmachen? Oder vielleicht ist die Badewanne gut oder eine Wärmflasche. Ja, das würde mir gut tun. Und dann ist auch der Mann oder der Junge nicht hilflos, sondern er ist aktiv. Weil manchmal ist ja so, was soll ich denn jetzt machen? Kann ich denn gerade was machen? Ja, für die späteren Jahre. Genau. Stell dir mal vor, für die späteren Jahre, gerade als dann Mann und Frau oder Freund und Freundin als Partner. Mhm. Das würde doch eine sehr schöne Prägung mit sich bringen. Mhm. Ja? Petra, ich möchte an diesem Punkt unbedingt jetzt zu deinem nächsten Projekt übergehen, wo dieses ganze Wissen jetzt im Sinne von gebündeltem Wissen auf die Erde kommen möchte, nämlich dein neues Buch. Ja. Ja? Ja. Ja, ich habe ein Mädchenbuch geschrieben und genau dieses Thema im Mädchensein, was es dazugehört, was man machen kann. Es ist auch ein Buch, wo es über die alten Kulturen, wie es ist auch erwähnt, wie es damals war, was es für Hygieneprodukte auch damals gab. Das ist ja alles so selbstverständlich heutzutage, diese tollen Möglichkeiten, die uns ja angeboten werden. Also es ist ein ganzheitliches Buch, was viele Aspekte anschaut. Und entstanden ist das, ich bin da lange mit schwanger getragen oder schwanger gewesen. Und dann war ich in den Bergen in Italien, in der oberen Toskana und habe dann angefangen zu schreiben, weil irgendwie, ich
muss das auf Papier bringen. Und ich hatte da glücklicherweise einen Laptop mit und dann war ich unter diesen Himmel und habe dann geschrieben und konnte nicht mehr aufhören. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn ich die so sprechen höre, dann kann ich mir vorstellen. Ja, und dann auch dieser Punkt und dieser Punkt, ach, das kommt noch dazu. Ja, und jetzt hat sie einen Feinschliff bekommen. Ich war jetzt in Australien. Auf der ganz anderen Seite wieder Sonne, wieder Wärme, aber die rote Erde, wie unser Blut. Ja. Und habe jetzt diesen Feinschliff diesem Buch geben können, so wie ein Diamant. Also der Manuskript steht? Mein Manuskript steht. Jetzt kommt die Illustration und jetzt geht es auch darum, das wirklich dann in die Welt zu bringen und dass ein Verlag sagt, ja, das kommt jetzt bei uns in unserem Repertoire und kommt als Buch heraus. Dabei ist es ja ein Unterschied, gerade dieses Buch hast du mir vorhin erzählt, ja. Das trägt auch andere Zusammenhänge. Ja. Ja. Was ist das Besondere an deiner Herangehensweise an das Thema? Wenn sich jetzt ein Verlag dafür interessiert und das ist wirklich etwas Spezielles, so wie ich es mitgekriegt habe mit meinen nicht fachkundlichen Ohren, fand ich trotzdem bemerkenswert. Was bringst du da zusammen? Also ich bringe dieses alte und auch dieses neue Wissen wieder zusammen und ich hauche da etwas ein in diese Geschichte auch, in diese alte Mystik, die es damals darum gab. Weil das war ja gar nicht so offen. Es gab viele interessante Themen, die ich mit erwähne. Was mir aber sehr eben in diesem Buch widerspiegelt, ist diese, für mich sage ich, Ganzheitlichkeit, dass es nicht so praktisch reduziert wird, sondern ich nehme das Mädchen immer wieder mit. Ich nehme sie mit auf eine Reise, dass es schön ist, eben eine Frau zu sein und eine Frau zu werden. Dass sie eben Zeit dafür braucht, wie eben alles im Leben irgendwo auch Zeit braucht, um das so wirklich zu erblühen, ja, zu bringen. Und so vermittle ich ihr das auch, dass es was ganz Normales ist, was sehr Schönes sein kann. Und dass die Blutung eben ein ganz langer Aspekt sein wird in ihrem Leben. Oh ja. Ja. Und wie man dem am besten begegnet und dass es eben eine gute Freundin wird, sozusagen. Und das ist in diesem Buch eben ja, dargestellt. Wunderbar. Ja. Und ich darf es vielleicht schon mal verraten. Wir haben uns jetzt vorgenommen, uns wieder zusammenzusetzen, wenn das Buch in der körperlichen Form, in der organischen Form zu sehen und zu greifen ist, dann können wir auch die wunderbare Arbeiten von der Illustratorin bewundern, wenn das nur auf Bilder beinhaltet. Super, darauf freue ich mich jetzt schon. Ach, ich auch. Ja, prima.